In diesem Video möchte ich das Erlösmaximum berechnen. Und zwar hat man bei dem Beispiel hier jetzt nur die Nachfragefunktion P von x gegeben. Die wird ja auch Preisabsatzfunktion genannt. Also je nachdem, wie ihr die benennt, ist das eben die Funktion P von x. Und davon bräuchte ich jetzt erstmal die Erlösfunktion. Wie bilde ich die? Indem ich den Preis einfach mit der Menge multipliziere. Also diese Preisabsatzfunktion wird noch einmal mit x multipliziert. Preis mal Menge ergibt dann den Erlös. Machen wir das doch mal. Also die 100 minus 3x für das p von x einsetzen. Das ist ja genau das, wie es vorgegeben ist. Und dann noch mit x multipliziert. Setzt das schön in Klammern, sonst kriegt ihr hier ein Problem. Also die 100 minus 3x. Das rechnen wir jetzt mal aus, indem wir das ausmultiplizieren, also jedes mit jedem multiplizieren. Das wären 100 mal x, also 100x, plus minus 3x mal x, das sind minus 3x Quadrat. Und das ist jetzt eure Erlösfunktion. Also bei manchen Aufgaben habt ihr die Erlösfunktion vielleicht schon am Anfang gegeben und ihr sollt das Erlösmaximum berechnen. Falls das nicht der Fall sein sollte, müsst ihr die Erlösfunktion erstmal noch berechnen. Und das geht eben, wenn ihr die Nachfragefunktion gegeben habt, einfach mit x multiplizieren. Das ist immer so. So, und jetzt fängt die eigentliche Arbeit erst an. Wenn wir das Erlösmaximum berechnen wollen, dann müssen wir den Hochpunkt von dieser Funktion berechnen. Das macht man, indem man die erste Ableitung bildet und die dann gleich 0 setzt. Erste Ableitung hiervon bilden, 100x abgeleitet, da bleibt nur 100 übrig und minus 3x Quadrat. Die minus 3 bleibt, weil das ja mit einem Mal verbunden ist, also minus 3 mal und x Quadrat abgeleitet ergibt ja 2 mal x. Also die 2 kommt von oben runter und dann wird der Exponent um 1 kleiner. Genau, schreiben wir die mal noch ein bisschen zusammengefasst auf, also 100 minus 6x. Und das ist jetzt eure Ableitungsfunktion und um den Hochpunkt zu finden, müsst ihr diese Ableitungsfunktion gleich 0 setzen. Also eure Ableitung wird gleich 0 gesetzt. 100 minus 6x ist eure Ableitung, gleich 0, also einfach das eingesetzt, gleich 0. Und jetzt wird nach x aufgelöst, indem wir zum Beispiel minus 100 rechnen, also die Zahlen auf die andere Seite bringen, dann steht hier noch minus 6x gleich 0 minus 100, sind minus 100. Und jetzt müssen wir die minus 6 hier noch wegkriegen. Die sind ja mit einem Mal verbunden, deswegen müssen wir durchrechnen, durch die minus 6. Wenn wir das machen, minus 100 durch minus 6 kommt man auf 16,67. Und das ist jetzt die Menge, also x ist ja immer die Menge, bei der euer Erlös maximal wird. Das muss man mit der zweiten Ableitung im Normalfall immer noch testen. Also vergesst das nicht. Wir bilden mal gerade noch die zweite Ableitung. Wenn man 100 ableitet, fällt es einfach weg. Minus 6x abgeleitet, da bleibt die minus 6 übrig. Also wir testen das jetzt, indem wir das, was wir hier herausgefunden haben, in die zweite Ableitung einsetzen. Also diese 16,67 setzen wir hier in die zweite Ableitung für das x ein. Hier steht jetzt kein x, deswegen ändert sich nichts. Also egal, was man hier einsetzen würde, es würde immer bei minus 6 bleiben. Das ist aber gut, denn die zweite Ableitung ist kleiner als 0 und deswegen wissen wir, dass wir einen Hochpunkt gefunden haben. Also das ist immer noch so ein kleiner Test. Manche müssen es gar nicht machen. Diejenigen von euch, die es machen müssen, testet das dann gerade noch, ob die zweite Ableitung kleiner als 0 ist. Wenn ihr die Zahl einsetzt, dann habt ihr herausgefunden, dass das da ein Maximum ist. Und das ist dann die Menge, bei der der Erlös maximal wird. Den maximalen Erlös muss man dann am Schluss immer noch einmal ausrechnen. Das ist noch nicht das da, das ist nicht der Erlös, was ihr hier herausbekommen habt, sondern die Menge, bei der der Erlös maximal ist. Also bei 16,67, also wahrscheinlich bei 17 Mengeneinheiten, wenn man 17 produziert,
oder 16,67 produziert, aber sowas geht ja nicht. Also wenn man 17 produziert, hat man den maximalen Erlös. Also und der maximale Erlös errechnet sich dann, indem man diese Menge, die man rausgefunden hat, in die Erlösfunktion einsetzt. Also in die Ursprungserlösfunktion. Also E von 16,67 berechnet. Das heißt, für x setzen wir dann hier überall 16,67 ein. 100 mal 16,67 minus 3 mal und dann 16,67 zum Quadrat. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf einen Erlös von 833,33 Euro. Das ist der maximale Erlös. Das, was ihr hier rausbekommen habt, ist die Menge, bei der der maximale Erlös erreicht wird. Aber euer maximaler Erlös, also euer Erlösmaximum, liegt bei 833 Euro. Ihr könnt also maximal 833,33 Euro einnehmen. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne in den Kommentaren. Ansonsten sind wir das ja eigentlich ganz gut durchgegangen und ja, meldet euch, falls etwas unklar sein sollte.